In Hamburg fährt jetzt ein englisches Taxi zum ÖPNV-Tarif. Die neue Mobilitätsmarke der Deutschen Bahn, IOKI, hat einen Shuttle on Demand vorgestellt. Per App können Fahrgäste einen von 5 Shuttlebussen bestellen, einen festen Fahrplan gibt es nicht. Unsere Redakteurin Jana hat sich das neue Fahrzeug mal angesehen. Für den Service haben die Hamburger Verkehrsbetriebe neue Fahrer eingestellt. Was glauben Sie, wer fährt mit IOKI? Das werden die ganzen Lurupper und Osterer auf jeden Fall, denke ich mal, machen und tun. Wir fahren praktisch vor der Haustür ab im Umkreis von 200 Metern. Auch kleine Betriebe wie das lokale Kino hoffen, von den neuen Angeboten zu profitieren. Da bin ich der Meinung, das ist für uns auch förderlich, wenn man so einen Shuttle-Service innerhalb des eigenen Stadtteils hat, dass die Besucher dann auch besser zu uns kommen und auch von uns weg. Allerdings ist der Service zunächst auf die Stadtteile Lurup und Ostdorf beschränkt. Nach 100 Tagen wollen Stadt und Betreiber entscheiden, ob und wie es nach der Testphase weitergeht. Wir bleiben dran.